Hallo und herzlich willkommen zurück zu DBD. Ja, wir zocken mal wieder mit unserer Nebelkrähe und wir zocken schon wieder dieses, ich will es gar nicht sagen, dieses verkackte, achso, ich wollte es ja gar nicht sagen, stimmt. Diese verkackte Polizeistation. Sehr gut, guck mal. Die Frage ist, waren hier bloß zwei? Ne, waren es nämlich nicht. Weil der eine ist nämlich in den Schrank rein, weil nämlich diese Krähen auf einmal weg waren. Die Frage ist, ist die jetzt auch im Spind rein? Nö. Hätte ja sein können, also. Warte mal. Wow, hier. Es geht nicht, ich kann. Hä? Wieso kann ich die denn? Wieso konnte ich jetzt keine Nebelkrähe hier beschwören? Ja, befreie Ruhe stehen, ich schlag erstmal die unten weg. Wieso konnte ich jetzt diese eine Krähe nicht beschwören? Wo sind die hin? Okay, wir machen es jetzt so, wenn der noch hier oben hängt, liegt, was er natürlich nicht mehr macht, hätte ich jetzt gesagt, wir gehen hin und hängen den einfach weg. Aber er hängt ja nicht mehr. Mann, was ist denn da los mit euch? Na, warte mal, wenn die dir den Weg blockieren, dann laufe ich hier hinterher. Das ist mir sowas von Brust wie Hose wie Jacken. Wie Sockenschuss. Tja, das ist mir. Hast du Schwein gehabt, Fräulein? Ich sag mal so, manche, die das so ein bisschen mit den Krähen verstehen, die wissen genau, wann sie weggehen müssen. Oder wann sie halt nicht hinzugehen haben. Aber es gibt halt auch wirklich sehr viele Freitalente, die immer wieder reinspringen. Ich glaube, ich wäre genauso doof, ich würde auch immer wieder reinspringen in die Krähen. Weil ich halt auch gar nicht weiß, ob man die Krähen überhaupt sieht. Das ist halt echt so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob man als... Okay, die hängt da unten noch fröhlich rum. Was war denn jetzt bei dir, Phase? Das Geile ist, die hat Scheiße gebaut. Die hat den. Ich muss halt auch Leute in den Keller bringen. Toll.
Boah, ich verkack's wieder. Ich habe halt eine Aufgabe, ich muss Leute in den Keller bringen. Ich habe, glaube ich, das schon seit 8 Runden oder so drin und krieg's nicht hin, die Leute in den Keller zu bringen. Also die eine oder andere Person, ja. Aber eher weniger. Also seit 8 Runden, ich glaube, ich habe seit 8 Runden... haben sie die jetzt wirklich jetzt erst befreit? Ich glaube, ich habe seit 8 Runden oder so diese Aufgabe drin. Schade. Hätte ja klappen können. Aha. Ich sag, ich glaube, ich habe seit 8 Runden oder so das drin, dass ich die Leute da dingsen muss, den Keller haken muss, aber ich finde es halt einfach nicht. Ich finde halt einfach den Keller nicht. In vielen Dingern. Ich sag mal, in vielen Einrichtungen hier. Es ist, ja, sehr doof, aber was will man machen, gell? Okay, die sind alle drei geheilt. Warte mal, wir haben jetzt schon der Hälfte gehangen, oder? Der Hälfte schon, die haben einen Generator gemacht. Das gefällt mir doch. Da. Vor allem versuchen die sich hier. Ist süß, wie sie sich versuchen gegenseitig zu beschützen, ne? Ich finde das schön süß. Und die ist tot. Ciao. Da muss ich halt sagen, ja, da hat sich der Falsche, sag ich mal, vor der Flinte geworfen, ne? What is... Hat die jetzt wirklich gerade ganz langsam den Schrank aufgemacht und wieder zugemacht? Hab ich da jetzt gerade richtig geguckt? Hab ich da jetzt echt gerade richtig geguckt? Hat die jetzt wirklich ganz langsam den Schrank aufgemacht und wieder zugemacht? Weil ich dachte, mir kam gerade irgendwie so eine Türklappe entgegen. Was mich gerade irgendwie etwas verwirrt hat. Und ich hab's wieder erwischt, ey, das ist so Wahnsinn. Ey, das hab ich echt vorher mit dieser. Mit diesen Krähen-Dings, das habe ich vorher echt nicht so krass gewusst, ne? Ach hier, guck mal. Mein Freund. Ich wusste ja, dass es zwei sind, gell? Aber es hätte ja auch wirklich sein können, dass einer abhaut.
Okay. Okay. Die hat ein Heilkit dabei. Das ist besser vielleicht, wenn wir die auf jeden Fall schon mal weghängen. Aber warte mal, die andere, die... Wie denn? Ach siehste, die hat sogar noch ein Leben. Und die andere? Wo bist du denn hin, meine Gute? Komm hier. Das ist ja eine sehr traurige Runde für euch, würde ich sagen. Und es ist ziemlich schnelle. Aber ja. Das war's dann für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine Quälerei an den Leuten gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.